Wir dürfen damit rechnen, dass es im Dezember, Stand heute, eine erste Zulassung gibt. Danach sieht es aus. Die Daten sind gut. Das ist ja auch das, was auch die amerikanischen Behörden so einschätzen, wie auch die europäischen. Und wir sind uns mit den Ländern einig, das war ja auch Diskussion bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz, dass wir für den Fall jedenfalls vorbereitet sein müssen. Ich denke, wir könnten es den Deutschen schwer erklären, dass da ein Impfstoff ist, aber wir die Infrastruktur noch nicht haben. Was aber auch passieren kann, ist, dass es sich möglicherweise verzögert ins nächste Jahr. Ich will da ganz transparent sein von Anfang an. Es kann auch passieren, dass es erst im Januar oder Februar zu einer Zulassung kommt und wir dann möglicherweise einige Zeit eine Infrastruktur haben, die sozusagen in Betriebnahme fähig wäre, aber erstmal vorgehalten wird. Aber besser so rum als andersrum. Und deswegen haben wir uns eben angesichts dieser ermutigenden Entwicklungen bei der Zulassung insbesondere von BioNTech, dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff, eben entschieden, mit den Ländern ab Mitte Dezember einsatzbereit zu sein.